Bezwang ich jede Nation, die es wagte, sich gegen uns zu stellen. Ich bin der größte General, der je Rom und sein Volk führte. Heute hattet ihr die Ehre, ja, die Ehre, Zeuge des Todes zu sein, aller Gladiatoren, die sich mir entgegenstellten. Die einst großen und gefürchteten Gladiatoren liegen nun tot. Erbrochen vor euch. Von mir erschlagen. Eurem General. Eurem Anführer. Eurem Erretter. Aquilo, ich muss zugeben, ich bin beunruhigt. Warum das, mein Kaiser? Dieser Damokles kämpft den ganzen Tag wie ein Löwe und sieht nicht mal erschöpft aus. Fürchtet nicht um das Leben eures Sohnes. Ich fürchte nicht um das Leben dieses Versagers, sondern um mein Gold. Ich setze dein Vermögen auf seinen Sieg. Ich werde die Quoten ausgleichen. Euer Geld ist sicher. Oh. Und auch dieser Versager. Euer General. Euer Erretter. Du sagst, du beschützt Rom. Wer beschützt dich vor mir? Wahre Worte, wahre Worte. Okay, mal sehen, was der kann. Anscheinend einiges. Oh yes, jetzt sind wir dran. Immer schön hier blocken, Rolle machen, blocken. Ah. Sollen wir den Fokus nehmen oder machen wir hier Mann gegen Mann? Okay, wir machen Mann gegen Mann. Ohne Fokus. Ohne Fokus. Du willst es also wissen. Der kann ziemlich gut blocken. Na komm. Die Hälfte hätten wir. Und hier die Rolle gemacht. Ah, Mist. Wir müssen erst rollen, dann blocken. Genau so, genau so. Mach deinen letzten Atemzug, du stinkender Dreckskerl! Sei verflucht! Bin ich! Der Größte! Ruhe! Komm schon, Damokles. Übe deine Vergeltung. Hier drüben! Ich bin Commodus, nein, du Narr! Ich bin Commodus! Ich bin Commodus! Für dich ist das Spektakel vorbei! Welcher dieser außergewöhnlichen Krieger ist der wahre Commodus? Ah, na, dann schauen wir mal. Vielleicht der hier? Ist der es? Okay, Fokus bringt hier gar nicht so viel. Wir brauchen neue Energie. Den hier finishen wir. Erstmal schön hier die Kleinen wegholen. Ich weiß, wer der Echte ist. Und zwar der hier drüben.
Genau der hier. Aber die anderen sind mir im Weg. Deswegen müssen wir die anderen wegholen. Ah. Also, den hier schlitzen wir weg. So. Bisschen Energie mitnehmen. Und den hier können wir auch gleich schlitzen. Komm schon. Mann, die sind gut. Also, die sind wirklich gut. Der nächste Fake. Okay, wir nehmen uns hier Lebensenergie. Komm schon, blocken. Ran hier. Wir brauchen Leben. Dein Blut. Oh Gott, wieder ganz voll. Aber wenigstens konnte ich hier so ein bisschen Lebensenergie mitnehmen. Komm schon. Alles klar, die Hälfte hätten wir. Mann, 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 Mann. Der will es wissen. Immer schön blocken, Rolle blocken. Oh nein, was nun? Schnapp den! Ich bin benommen. Okay, wir müssen hier blocken. Noch eine Runde. Macht schon, tötet ihn! Konzentration. Spürst du das Gift? Man darf kein Risiko eingehen, Damokles. Du verstehst das. Ich weiß, dass ich unsterblich bin, aber das Gesindel ist wankelmütig. Ein Glückstreffer von dir. Das wird dein letzter Atemzug, Commodus. Habe ich wieder Lebensenergie? Yes! Aber jetzt machen wir ihn fertig. Oh ja, wir kriegen ihn. Noch eine Runde. Ich bringe
Mann! Du bist der Nächste! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Ich kenne nur einen Mann, der so kämpfen konnte. Beenden wir, was dein Vater begann, Marius. Schnell, wir müssen hier raus. Im Senat sitzen nur verängstigte alte Männer. Sie hören weder auf Wahrheit noch Vernunft. Ich warnte sie über Britannien, aber es brachte nichts. Commodus hat die Legionen zurückgehalten und tat nichts, während eine riesige Barbarenarmee nach Rom zog und Chaos auf dem Weg verbreitete. Die Briten? Ja. Ihre Armee ist um das Zehnfache angewachsen. Jeder Gegner Roms hat sich ihnen angeschlossen. Sogar die Völker entfernter Länder haben riesige Kriegsbestien geschickt. Der Kaiser und Commodus haben sich Feinde gemacht. Viele Feinde. Im ganzen Reich merken die Barbaren, wie sehr Neros Führung uns geschwächt hat. Sie wollen uns vernichten. Das Reich vernichten. Nach Commodus Tod werden sie mir das Kommando anbieten. Und ich werde meine besten Männer für die Verteidigung brauchen. Als ich dich in der Arena vermutete, habe ich das hier vorbereitet. Der Kaiser muss sterben. Das wird er. Aber zuerst müssen wir Rom retten. Ich brauche dich jetzt, Marius. Kämpfe für deinen Vater. Kämpfe für deine Legion. Kämpfe für Rom. Boudica, einst lag ihr Schicksal in meiner Hand. Jetzt führte sie die Armee tausender Stämme an. Ihre gigantischen Kriegsbestien rissen unsere Tore ein. Das Unheil eines verdorbenen Reiches erreichte dessen Hauptstadt. Wir alle müssen für unsere Taten büßen, Nero. Jedoch büßen die Menschen Roms nun für die deinigen. Ah, Boudica. Dein Krieg galt nicht Rom selbst, sondern Nero, der unsere Väter ermorden ließ und dafür büßen wird. Wenn Rom jedoch fällt, versinkt unsere Welt in Dunkelheit. Das Chaos wird die Zivilisation verdrängen. Und das werde ich niemals zulassen. Ruhig, Marius. Die Mauern der Stadt werden diese Bastarde auf diesen einen Platz lenken. Sie können
könnten uns hier zu Tausenden überlegen sein. Aber dieser beengte Raum wird ihnen die Überlegenheit nehmen. Und so die Götter es wollen, wird Rom einen neuen Morgen sehen. Da kommen sie. Bereit halten! Bereit halten! Feuer! Marius, ich brauche dich am Scorpio. Konzentriere dich auf die Ziele, die ich dir nenne. Mir nach. Alles klar, Chef. Schützen sind in Position und erwarten deine Befehle. Salve, abfeuern! Sehr gut, die hätten wir. Wo? Wo? Die kommen hier. Salve, abfeuern! Die bleiben stehen aus irgendeinem Grund. Ein paar von denen kann ich wegholen. Okay, lenken wir sie da hinten hin. Die Schützen, die machen wir, kein Problem. Wähl deine Ziele aus, Marius. So. Salve, abfeuern. Keine Sorge, wir halten das. Die halten das. Das sind gute Männer. Neue Bogenschützen. Salve, abfeuern. An der Seite hätten wir immer noch Flammen, die wir auf die Krieger hier unten losschicken könnten. Wo sind die Schildträger? Okay, wir machen hier Flammen. Kriegsfässer sind unsere letzte Chance. Sparen Sie für den letzten Moment auf. Salve, abfeuern! Keine Sorge, ich bin Profi in sowas. Wo haben wir noch einen? Du musst das Feuer auf sie konzentrieren. Halt! Salve, abfeuern! Verloren, falls sie uns erreichen. Wo sind die? Oh, ein Elefant! Aus der Reichweite, Herr. Ziel auf das Maul. Aufs Maul? Keine Ahnung. Auf die Schützen, Salve, jetzt abfeuern! Ich habe einfach drauf gefeuert und irgendwie gewonnen. Marius, der Elefantenkiller. Ich versuch's. Bändige Bären. War hier noch einer? Den haben wir geholt. Noch ein Schütze hier oben. Einer, viele. Konzentrier dich auf die Schützen, Marius. Krieger, Mama. Neue Krieger. Wo kommen die Krieger da hinten? Keine Ahnung, ich hol alles weg, was ich sehen kann. Zack. Man weiß ja nie. Vielleicht eine ganz gute Idee. Noch ein Schütze hier oben. Noch ein Krieger weggeholt. Nein. Die Schützen sind weg. Die Krieger sind kein Problem. Die sind so groß. Die kann man gar nicht verfehlen. Ich habe sie verbraucht. Hätte ich sie lieber mal gespart. Aber jetzt ist es leider zu spät. Oh, Elefant down. Bogenschützen zur Rechten. Bogenschützen? Schon wieder hier drüben. Die verbrennen wir. Die schützen, Marius, bevor sie zielen können. Moment, hier ist noch ein Krieger. Der ist ziemlich nah an der Front. Der muss auf jeden Fall weg. Die verbrennen wir und den kriegen wir so. Was haben wir hier? Bogenschützen? Mann, die halten sich hier aber ganz schön.
Boah. Eine ganze Bärenfamilie. Moment, Moment. Erstmal den hier holen. Dann den hier und jetzt hier auf den Elefant. Elefant! Wo ist der Elefant? Der elende Elefant hier drüben.